andere Körper. No! Stopp, stopp! Du wirst es gleich sehen. Ohne Schwanz. Hallo, ihr schönen Menschen und willkommen zu den neuen Gorilla Games. Ich bin die Valentina Walle und heute habe ich die Lisa zu Gast von meiner Version und Cute Life Hacks. Hallo, hi. Ich freue mich. Ich freue mich auch hier zu sein. Um was geht es denn bei dir und deinen YouTube-Channels? Bei mir geht es nur um Basteln eigentlich. Also ich bastle und ein bisschen natürlich Lifestyle und Beauty-Aspekte, weil das natürlich auch ein bisschen so überbegrifflich ist. Zeichnen kann man ja auch im Gesicht. Und ansonsten eigentlich wirklich immer viel basteln mit Kleber und Stiften. Schauen wir, wie gut du dann auf Papier zeichnen kannst. Let's go! Ich bin gespannt! Oh mein Gott! Das heutige Spiel wird folgendes sein. Wir haben hier schon Zettel und Eddings vorbereitet. Wir werden Begriffe innerhalb von 30 Sekunden zeichnen. Okay. Und welche besser zu erkennen sind, gewinnen. Ich bin aber nicht so gut im Zeichnen. Ich kann gut basteln, aber zeichnen ist relativ. Okay. So, wir machen hier jetzt mal den Timer. Und du kannst, wenn du möchtest, hier schon einen Begriff ziehen. Der Begriff? Okay. Und? So nervös. Du bist nervös? Ja. No! Stopp, stopp, stopp! Oh mein Gott, das war viel zu kurz! No! Oh! Nein! Das hat so gestresst. Oh, das war viel zu kurz! Ja, das ist ein Auge. Du, ja, es ist ein Auge. Ja, man sieht es auch. Und bei mir ist noch nichts. Aber man sieht, dass es ein Auge ist. Man sieht, nein, es ist ein Auge ohne Wimpern, wo ich habe mal mir gedacht, ich mache mehr Details. Ja, Details sind bei 30 Sekunden too much. 30 Sekunden sind zu wenig. So, das heißt, ich habe den Punkt. Du hast hundertprozentig den Punkt. Mein Auge hat keine Wimpern. Ich habe den Punkt. Das ist so schön gewesen. Es ist sehr detailreich. Es ist so ein bisschen so ein Anime-Auge, gell? Ja. Sehr schön. So, jetzt bin ich traurig. Ich bin das nicht gewohnt, unter Druck zu zeichnen. Jetzt muss ich auch ein bisschen... Das. So. Okay, aber jetzt haben wir so ein bisschen... Du kannst auch auf die Uhr schauen. Also vielleicht hilft dir das, wenn du auf die Uhr schaust. Und dann kannst du ein bisschen einschätzen, wie viele Details wirklich... Oh, sie macht sich ready. Sie macht sich ready. We can do this. Concentrate, Lisa. Okay, die Uhr. Bitte, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Ich habe Hirn dazu geschrieben. Und ich finde, mein Hirn sieht aus wie ein Muffin oder wie so ein gebackenes Brot. Es sieht aus wie so ein Meerschweinchen ohne Kopf. Also nur das nur der Körper. Sag mir dein Hirn. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man es weiß. Aber die Schneeflocke ist meine definitiv schöner. Ja, meine ist einfach nur irgendwas. Aber ich habe mir gedacht, ich rette es, indem ich Hirn dazu schreibe. Ich würde sagen, der Punkt mit der Schneeflocke geht an dich. Mhm. Und der Punkt mit dem Hirn, wo Hirn drunter steht, geht an mich. Aber ich würde sagen, du kriegst den Punkt wegen der Schneeflocke. Hirn ist gleich schlecht. Also habe ich wieder einen Punkt. Ja, unfassbar. Okay, ich fühle mich ja richtig schlecht, wenn ich dich hier jetzt so fertig mache. Kommst du dann eh wieder? Nein. Diese bösartige Lade mit diesen bösartigen Dingen drinnen. Hirnfrost, was ist denn das für ein Wort? Es ist Brain Freeze. Ja, aber Hirnfrost und Brain Freeze ist ja wirklich dasselbe. Es ist eine Deutsch und eine Englisch. Aber wer sagt Hirnfrost? Man sagt doch Brain Freeze. Und... Warum? Du wirst das gleich sehen. Unsere Wahrnehmung ist unterschiedlich. Wir reden von einem Pferdeschwanz. Ja, und nicht von einem Pferdeschwanz. Ehrlich, ich glaube, deins ist besser, weil man sieht nicht, dass es ein Pferd ist. Es könnte im Prinzip jedes Tier sein, ja? Es wäre sinnvoll, wenn es einen Kopf hätte. Ja. Ups. Bei mir sind es... Bei mir 15 Sekunden früher fertig. Sie hat gewonnen, oder? Also, ich glaube, du lässt mich jetzt gewinnen, weil du weißt, dass mein Ego sonst zerbrochen ist. Es können viele Tiere sein. Es könnte jetzt auch ein Hund sein. Und ganz ehrlich, hätte ich die 15 Sekunden nutzen können, um einen Kopf dazu zu malen. Okay, also ich bin selber schuld, dass ich diesen Punkt verloren habe. Und somit hast du jetzt einen. Ihre Mama ist ja auch Friseurin. Ich glaube, sie wird stolz auf dich. Sie wird so stolz sein auf dieses Meisterwerk. Um Himmels Willen. Plätze, fertig, los. Ach Gott. Hey, deine sieht echt gut aus. Findest du? Ja. Schwierig. Ein bisschen Themenverfehlung, ansonsten finde ich sehr gut. So eine Pferdekutsche. So eine Pferdekutsche. Ja, und bei dir ist es eine Pferdekutsche. Okay. Wobei ich glaube, eine Pferdekutsche, wo nur ein Pferd ist, ist trotzdem eine Pferdekutsche. Das allerdings war. Allerdings war. Folglich ist das kein Disqualifizierungspunkt. Okay, warum also sage ich sowas? Ansonsten hätte ich jetzt den Punkt bekommen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, welche Pferdekutsche oder Pferdkutsche. Bei mir sind es zwei Pferde. Ihr besser findet. So, du bist dran. So, okay. Wir sind ready. Ja. Welches findest du besser? Ich weiß es nicht. Bei mir ist der Mensch ein bisschen überflüssig, der die Kamera hält, aber ich hatte noch Zeit. Deine Kamera schaut ein bisschen aus wie eine Waschmaschine, die querformatig ist. Nein!
Ich finde meine Kamera besser. Deine steht Kamera und nicht Kameramann. Ja, das stimmt. Tut mir leid, ich habe dich gezeichnet. Aber das heißt, Kameramann. Deine Kamera ist auf jeden Fall detailreicher. Sie hat eigenartige Striche und Punkte, von denen ich noch nie in meinem Leben auf einer Kamera etwas gesehen habe. Deswegen ist meine Kamera, die eindeutig von einem Menschen gehalten wird, keine richtige Kamera. Der Punkt geht an dich. Wirklich? Ja. Auf die Plätze, fertig. Ich schreck mich jedes Mal so. Meiner ist eindeutig im Weltall. Es sind hier Sterne zu sehen. Man sieht ein Raumschiff. Er wird auch beatmet, damit er Luft bekommt. Und das hier unten, bitte, ist ein komplett leerer Planet. Als Vergleich muss ich auch sagen, man kann bei mir nicht ganz erkennen, dass es ein Astronaut ist. Es könnte auch ein Tier sein. Sind die detailreich gezeichneten Sterne in der Umgebung, die perfekt dafür wäre dieser Astronaut auf deinem Bild. Das wäre allerdings wahr. Nur aber geht der 30 Sekunden. An mich. Hätte ich Astronaut dazu geschrieben, wäre es auch besser gewesen. Jetzt geht's um die Wurst. Okay, und? Das ist sehr cute, das ist wirklich süß. Scheiße! Scheiße! Nein! Meiner schaut so lieb aus! Halt ihn an! Wo ist das ein Gorilla? Er schaut so lieb aus! Ich mache immer nur Kawaii-Zeichnungen mit süßen Sachen. Das ist der süßeste und ungorillamäßigste Gorilla, den ich je gesehen habe. Es sieht aus wie ein aufgeblasenes Eichhörnchen ohne Schwanz. Ich hab so böse angefangen. Ich muss aber sagen, ich habe meinen Gorilla mit dem Körper auch ziemlich ruiniert. Wisst ihr was? Machen wir das auch als Kommentarumfrage, welchen Gorilla ihr besser findet. Das heißt, eigentlich entscheidet ihr jetzt, wer gewonnen hat und wer nicht. Du hast gewonnen. Aber ich finde, das Spiel war echt cool. Wer? Für dich, wenn du gewonnen hast. Nächstes Mal muss ich mir ein anderes Spiel aussuchen, damit ich den Gast nicht in den Boden stampfe. Aber du hast dich echt gut geschlagen. Ich hab's probiert. Wir haben das gut hinbekommen. Ja, ist schön. Ich hasse mich gerade. Nein. Schau, die Pferdekutsche. Es besteht immer noch die Chance, dass du mit deinem Gorilla und deiner Pferdekutsche, die wirklich eine schöne Pferdekutsche ist, eigentlich gewinnst. Nein. Also unbedingt kommentieren, wer eurer Meinung nach gewonnen hat. Ich danke dir, dass du da warst. Danke vielmals, ich hoffe, dass ich mitspielen durfte. Wir sehen dich trotzdem bald wieder. Ja. Und bis zu den nächsten Gorilla Games. Bye bye. Tschüss. Ciao.